Eins habe ich dann doch noch vergessen zu erwähnen, und zwar, umso früher ihr diese Stecklinge schneidet, umso besser, umso mehr Erfolg hat man natürlich dann im Laufe des Jahres. Man kann es jetzt noch machen, viel wird sich darunter natürlich nicht. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um die Kartoffel. Die Kartoffeln, die wir früher hier eingepflanzt haben, sind prächtig gewachsen in den Kübeln. Und dort vorne steht die Topinambur von dem Dirk. Die geht auch ab wie eine Rakete, einfach nur bombastisch im Topf, wie gesagt. Also im Kübel stehen die Sachen. Und wir möchten jetzt gucken, ob wir die Kartoffeln tatsächlich durch Stecklinge vermehren können. Und zunächst zeige ich euch mal, wie wir die Stecklinge schneiden. Wir haben hier einen gewachsenen Trieb von der Kartoffel. Und hier oben haben sich bereits Blütenansätze gebildet. Die schneiden wir erstmal ab. Die Blütenknospen, die brauchen wir nicht. Und dann gucken wir, dass wir so 1, 2, 3 Blattachseln haben und schneiden dann das erste Blatt weg unten und schneiden hier etwa 3 cm unterhalb den Trieb ab. Bis zur zweiten Blattachsel haben wir jetzt den Kartoffelsteckling ins Wasserglas gestellt und dort bleibt er jetzt erstmal für 2 Wochen. Und nach 2 Wochen sieht das Ganze dann so aus. Mittlerweile hat die Kartoffel Wurzeln gebildet, man sehr schön sehen kann hier in dem Bereich. Und auch ein neuer Trieb hat sich hier entwickelt. Und nachdem das Wurzelwachstum jetzt im Gange ist, können wir diesen Steckling in die Erde pflanzen. Bevor wir jetzt den Steckling einpflanzen, schneiden wir das untere Blatt noch mit weg, da die Kartoffel ein bisschen tiefer in die Erde kommt, damit das dort nicht anfängt zu faulen. Und man kann sehr schön sehen jetzt, dass die Wurzeln also wirklich prächtig gewachsen sind. Und wie gesagt, hier ist der eine Trieb, der jetzt mittlerweile auch herausgewachsen ist. Und voraussichtlich werden dort später mal Kartoffeln dran wachsen. So. Buddeln uns jetzt ein kleines Loch rein in den Topf. Ich habe jetzt einen verhältnismäßig großen Topf genommen, damit die Kartoffel sich auch wirklich gut entwickeln kann. Und wir pflanzen das jetzt so tief, dass wirklich das komplette Teil in der Erde ist, wo die Wurzeln dran sind. Und dann füllen wir die Erde locker einfach drumherum, ohne viel zu drücken oder zu quetschen. Einfach locker die Erde verteilen, auch nicht andrücken. Und das Ganze gießen wir dann jetzt so an. Richtig schön einschlemmen. Das ist übrigens unser Kartoffelkeimling, den wir im Frühjahr eingepflanzt haben. Der war abgebrochen von einer Kartoffel. Und da war ja immer fraglich, ob das denn wächst. Also man sieht, hier sind überall grüne Triebe zu erkennen. Das heißt, ich muss den Topf jetzt mal dunkel stellen, irgendwas drumherum wickeln, damit die Triebe nach oben aus der Erde wachsen und nicht hier an den Rand des Gefäßes. Auf jeden Fall mächtig gewachsen. Von den 3, die wir jetzt eingepflanzt haben, ist zwar nur eine was geworden, aber das wird voraussichtlich die größere gewesen sein. Aber das erkenne ich ja in dem Film, den wir gemacht hatten, als wir die eingepflanzt hatten, im Kartoffelfilm. Und dort kann ich nachsehen, welcher von den 3 dann auch gewachsen ist. Ich habe jetzt hier noch ein paar abgebrochene Keimlinge von den Kartoffeln. Und scherzeshalber werden wir jetzt auch mal einpflanzen. Und zwar diesen kleinen Behälter. Hier haben wir Kokoserde drin. Drücken die Keimlinge jetzt vorsichtig hier rein. Bedecken die mit etwas Kokoserde. Und gießen das Ganze an. Und das werden wir jetzt in die Wohnung stellen, schön warm, und mal gucken, was sich daraus entwickelt. Wie wir sehen, können wir aus Kartoffeln tatsächlich Stecklinge machen und diese auch einpflanzen. Was wir später aus diesem Topf herausholen werden, das sehen wir im Herbst, denn da können wir jetzt nicht runter gucken, wie sich das entwickelt. Aber ein paar Sachen möchte ich jetzt noch dazu sagen, und zwar, wenn wir die jetzt eingepflanzt haben, dann müssen wir sie natürlich absonnig stellen. Denn die Pflanze darf jetzt keine Sonne bekommen, ansonsten würde sie zu viel Wasser verdunsten und
voraussichtlich dann auch eingehen. Von daher absonnig stellen, ganz, ganz wichtig. Wenn die Pflanze dann im Wachstum ist, dass wir sehen, dass sich also neue kräftige Blätter entwickeln, dann kann die Kartoffel sicherlich auch wieder in die Sonne, dort wo sie vorher auch stand, als wir sie abgeschnitten hatten. Ja, düngen tun wir jetzt natürlich auch nicht. Wir warten, bis das ganze Wachstum richtig im Gange ist und dann kann die Kartoffel auch ein bisschen Dünger bekommen. Welchen? Das ist abhängig davon, ja, was man selber für Vorzüge hat, ob man jetzt biologisch düngt oder mit Salzdüngern. Das, wie gesagt, ist jedem selber überlassen. Auf jeden Fall sollten wir die Kartoffeln dann, wenn sie im Wachstum ist, auf jeden Fall düngen, damit sich auch wirklich was entwickeln kann an der Kartoffel, damit wir auch ein paar kleine Kartoffeln bekommen. Ja, und zu den kleinen Kartoffeln, also das wird wahrscheinlich nicht die bombastische Ernte werden, aber wir haben dann Saatkartoffeln fürs nächste Jahr. Und wenn man jetzt Kartoffeln irgendwo hat oder jemand Kartoffeln hat, eine besondere Sorte oder so, die man selber noch nicht hat, kann man sich auf diese Art und Weise auch Saatkartoffeln dann heranziehen und kann im nächsten Jahr dann sich diese Sorte auch vermehren. Eins hätte ich jetzt fast vergessen, und zwar müssen wir die Stecklinge, die wir schneiden und ins Wasserglas stellen, natürlich auch absonnig stellen und möglichst kühl. Also wenn wir warme Temperaturen draußen haben, dann stellen wir es am besten ins Haus, irgendwo an der Fensterbank, wo keine Sonne scheint, dass die Pflanzen also kühl stehen. Wenn wir draußen 30 Grad haben oder mehr, ist das nicht so gut für die Stecklinge. Die mögen es dann doch nicht so warm. Gibt es jetzt noch irgendwas zu erzählen? Eins habe ich dann doch noch vergessen zu erwähnen, und zwar, umso früher ihr diese Stecklinge schneidet, umso besser, umso mehr Erfolg hat man natürlich dann im Laufe des Jahres. Man kann es jetzt noch machen, viel wird sich darunter natürlich nicht entwickeln, wie gesagt, aber umso früher, umso besser. Ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und im Übrigen könnt ihr das auch mit Tomaten machen. Davon könnt ihr auch Stecklinge machen, ins Wasser stellen, bewurzeln lassen und einpflanzen. Das funktioniert auch. So, jetzt zeige ich euch noch ein paar kleine Updates. Ciao. Das ist das Rosenstämmchen, das wir damals so kräftig zurückgeschnitten hatten. Und mittlerweile sind schon Blütenansätze wieder dran. Das ist die Kartoffel Melody. Hier haben wir von dem Dirk die Topinambur. Und die Melody war von der Nadja. Das ist die Allianz. Die hatte ich damals gekauft. Das waren zwei Töpfe, ja. Und hier ist die Blue Congo. Und die hatten wir dann ja auch nochmal in einen kleineren Topf gepflanzt. Und wie man sieht, also der Unterschied vom Wachstum ist doch sehr enorm. Also umso größer die Behältnisse sind, umso besser für die Kartoffeln. Und das sind unsere Kartoffeln im Sack. Wir werden jetzt allerdings nicht noch mehr anhäufeln. Ich denke mal, das ist vollkommen ausreichend. Das bringt jetzt nichts mehr, die noch mehr anzuhäufeln, denke ich. Denn wirklich Seitentriebe und neue Kartoffeln werden sich da großartig nicht mehr entwickeln können. Von daher lassen wir sie jetzt so wachsen, wie sie sind. Das ist der wilde Wein auf dem Stein. Und die Pflanze, die wächst wirklich enorm in diesem Jahr. Und mittlerweile beginnen auch die langen Triebe zu wachsen. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den ganzen ein bisschen stäben bzw. irgendwie hochziehen, damit er nicht hier komplett den ganzen Boden hinterher bedeckt. Das sind die Stelzenforsythien. Die dürfen dieses Jahr einmal komplett durchwachsen. Die haben wir dieses Jahr nicht aus dem Topf genommen, damit das Wurzelwachstum hier dicker wird und kräftiger wird. Lassen wir dieses Jahr einfach komplett oben einmal alles wachsen und werden sie nächstes Jahr im Frühling dann wieder herausnehmen und wieder etwas höher setzen. Das hier ist übrigens eine kleine Linde. Die habe ich auch letztes Jahr dort reingesetzt, als Sämling gefunden. Wächst sehr verhalten, aber sie lebt. Das ist der Buchsbaum, den wir letztes Jahr vorbereitet haben zu einem Bonsai. Den hatten wir enorm zurückgeschnitten. Wie man sieht, er ist also prächtig wieder ausgetrieben. Da stand auch einen ganzen Winter draußen. Das ist die Weide, die stand auch draußen. Ja, die fand das nicht so toll. Aber Weiden sind sowieso immer ein bisschen zickig. Also hier ist ein Ast abgestorben, wie man sieht. Und auch hier, dieser Ast hier, der ist trocken. Nichtsdestotrotz wächst das ganze Stück hier und wir werden das wieder neu gestalten müssen bzw. entwickeln. Aber ist ja eh noch alles am Anfang. Achso, da ist das Buchsbaumfloß. Und auch das kleine Stämmchen hier ist mittlerweile am Treiben. Stand auch das ganze Jahr draußen im Winter. Also ganze Jahr alt und Winter. So, und das ist die Höhlenforsythie. Die darf auch noch kräftig wachsen, damit auch hier das Wurzelwerk ein bisschen dicker wird. Auch diesen Buchsbaum hat mir letztes Jahr radikal geschnitten, also da war nur wirklich nicht mehr viel dran. Aber wie man sieht, er ist auch wieder mächtig schön ausgetrieben.
und wird jetzt auch Zeit, dass wir ihn langsam mal etwas pinzieren. Und das ist die Weide. Die ist mittlerweile wieder mächtig am Wachsen. Ich hatte echt schon Angst gehabt, dass sie uns komplett eingeht, da letztes Jahr hier einige Maden am Fressen waren. Und der Teil hier, der ist also komplett abgestorben. Da ist also kein Leben mehr drin. Gut, hier hinten ist noch ein Ast. Dort ist noch Leben drin, aber ansonsten ist dieser Bereich hier komplett IA. Ich hoffe jetzt mal, dass dieser Kallusring hier unten noch erhalten bleibt, nicht dass der Teil auch noch abstirbt. Das wäre natürlich wirklich schade, wobei dann halt die Gestaltung etwas anders aussehen würde später, aber naja, auf alles kann man immer keinen Einfluss haben. Unsere selbstgezogenen Tomaten, sie wachsen prächtig, wir haben jetzt schon Stäbe beigesteckt. Und es bilden sich mittlerweile auch Blütenansätze, wie man hier sehr schön sehen kann. Das hier waren die gekauften Samen und am hinteren Ende, das sind die aus einer Frucht, die wir gegessen haben und dann die Samen halt selber ausgesät haben. Da.